So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play Lotus Simulator. Gestern ist Streets of Lotus erschienen, wir haben heute den 24.12. Und ja, ich möchte euch dieses Modul einfach mal vorstellen. Mit dabei ist dieser Bus. Er ist noch nicht fertig. Wir starten vom Kurfürstenplatz in München. Und ja. So, also wir merken, er ist nicht fertig. Das merkt man an vielen Stellen in diesem Bus. Ja, aber wir wurden vor dem Kauf gewarnt, sage ich mal, im Forum, auf Steam, überall eigentlich vom Entwickler. Und ja, deswegen ist man eigentlich Bescheid. Wir fahren einfach mal eine Runde. Ich werde nicht so viel reden. Ich fahre mit einem Lenkrad und zwar mit einem Thrustmaster. Und ja, fahren wir einfach mal los. So. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute schon so einsteigen können. Also ich weiß, dass die halt in der Straßenbahn in die Bahn rein spawnen praktisch, aber ob es beim Bus klappt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch keine Linie ausgewählt. Ja. Fahren wir mal weiter. Was ich geil finde, das habe ich aber erst heute festgestellt, dass die Spiegel funktionieren. Ich weiß nicht, seit wann das geht, vielleicht geht es auch erst seit gestern, aber ich habe es erst heute herausgefunden. Ja, also finde ich schon mal geil, ne? Beide Spiegel funktionieren. Da ist nicht mehr so eine Textur draufgeklatscht. Ah, wir haben ja grün. So, okay, also ich merke, wir sind schon mal falsch gefahren, glaube ich. Oder müssen wir hier? Ah ne, wir müssen hier einfach nach rechts. Aber Force Feedback funktioniert, das finde ich schon mal geil. Also bei mir funktioniert zum Beispiel das Bremspedal nicht. Ich muss Gas wegnehmen und der Bus bremst selber, also relativ schnell, ja. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass es noch nicht fertig ist. Ich habe jetzt mal im Forum dazu einen Beitrag geschrieben, mal schauen, ob ich da eine Antwort kriege. Ja. Also ich habe komischerweise nur auf dieser Map solche schlechten FPS-Zahlen. Auf anderen habe ich 90 bis teilweise 100, 110 FPS, ja. Und das mit höchster Grafikeinstellung. Hier habe ich jetzt beste Grafik ausgewählt. Damals, also auf den anderen Maps, habe ich 100 FPS mit der Grafikeinstellung, tu es nicht, ja. Also, ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, es liegt an der Größe der Map oder keine Ahnung. Ja. Was ich geil finde, dass der Bus auch im Multiplayer funktioniert, ne? Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, also es werden auch in Zukunft Lotus folgen. Folgen, ja, das ist ja.
schöner Satzbau. Die Steuerung ist tatsächlich wie in OMSI 2. Zum Beispiel jetzt mit Punkt, ne, kann ich die Feststellbremse ziehen und auch wieder lösen und NR. Dann habe ich den Rückwärtsgang ausgewählt. Ne, also wie gewohnt, das finde ich schon mal geil. Entschuldigung. Ich glaube, hier ist schon die Endhaltestelle, jawohl. Dann wenden wir hier einfach mal. Obwohl, hier darf ich gar nicht wenden, aber ich glaube, da vorne, wenn ich da rumfahre. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin halt noch nie mit diesem Bus auf dieser Map gefahren. Also tatsächlich, das ist schon sehr großes Risiko hier, dass es dann irgendwie nicht funktioniert mit dem Bus auf der Map, ne? Aber ich riskiere es einfach mal. Aber ich glaube, es funktioniert so, wenn ich mir das hier mal anschaue, jawohl. Upsala. Also ich bleib hier echt überall hängen mit diesem Scheißbus. Selten schaffe ich es um die Kurven. Bin auf Diorama halt rumgefahren, ne? Und echt, da habe ich alles mitgenommen. Auf Diorama. Also. Ah ja, hier kann man mit dem Bus reinfahren. Ah ja, das ist sogar eine Haltestelle. Das ist ja mal nice. So. Also wenn jetzt mal hier die hinteren Türen öffnen. So. So schaut der Bus auch von draußen nochmal aus, ne, liebe Leute. Ich glaube, ich öffne mir mal eine Cola. Also fahren wir mal weiter. Also hier zum Beispiel funktioniert auch die Türflügelsperre. Jetzt sollte die linke gesperrt sein und sie ist gesperrt. Seht ihr? Also es sind schon Fortschritte bemerkbar. Fahren wir mal weiter. Also wenn ich Geschwindigkeit habe, ja, dann merke ich, dass das Lenkrad zum Beispiel leichtgängiger ist, als wenn ich im Stehen versuche zu lenken. Ich glaube nicht, dass das Einbildung ist, ehrlich gesagt. Also ja, doch, es ist keine Einbildung. Das ist auch geil, also. Ich finde es schon mal mega geil. Ich bin auch leider Gottes leicht erkältet, obwohl ich heute gearbeitet habe bis um 3 an Heiligabend. Das ist nicht so schön, aber Mai, was will man machen, ne? Trinken wir mal noch einen Schluck. So.
Also man ist es ja von mir gewohnt, dass ich sehr lange Folgen mache, ja, aber das ist ja hier nur so ein Testvideo. Soll keine richtige Folge und deswegen, ja, eine Viertelstunde, ne, und dann ist auch gut. Ich will ja den Bus einmal nur zeigen oder das Modul praktisch, ne, dass man halt fahren kann und wie das ausschaut. Aber ist schon geil. Funktioniert eigentlich die Hupe? Jawohl. Nicht mit B, sondern mit H. Das ist auch wie ein Omsi. Ne? Ich glaube, in der Straßenbahn war es eigentlich mit B, wenn ich mich nicht irre. So, wird's dann jetzt mal grün oder was ist los? Mal eingeschlafen. Fahren Sie mir mal über die Schienen und schau mal, wie der Bus reagiert. Ach Gott, jetzt sind wir, ich dachte, da kann man rüberziehen. Also da waren jetzt keine starken Vibrationen merkbar. Machen Sie mal hier, wie sich das Klappergeräusch anhört. Wenn wir das auch mal gehört haben. So. Also, ich parke dann jetzt hier mal auf der rechten Seite, würde ich mal sagen. Dann bedanke ich mich auch schon bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also, wie gesagt, in der Folge hatte ich nicht das Ziel hier dauerlabern wie ein ETS, ne? Sondern einfach nur so Sounds zeigen und sowas und einfach, wie man fährt und ob das geil ist. Ja, sowas halt, ne? Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Oder es ist keine Folge, ne? Testvideo. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao!